Ja, herzlich willkommen auf der RC-Modellbauer. Heute zeige ich den Graupner-Jungs, wie sie ihre Empfänger mit der Radiomaster TX16 verbinden. Gleich nach dem Intro. Hier liegt meine Radiomaster TX16. Hier habe ich einen Graupner-Empfänger, einen GR12. Und hier habe ich ein Servo, das schließe ich hier auf Kanal Nummer 1 an. Und dann natürlich die Spannungsversorgung. Darf auch nicht fehlen, die schließe ich hier einfach auf Kanal Nummer 3 an. So. Wie wir sehen, ist da noch nichts verbunden. Das legen wir jetzt mal eben ein bisschen beiseite. Dann können wir uns hier die Fernsteuerung ein bisschen näher legen. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal ein Modell angelegt mit dem Namen Graupner für diese ganzen Testzwecke jetzt hier. Da gehe ich jetzt einfach mal rein in das Menü. Hier oben habe ich jetzt einfach Graupner reingestellt und dann gehen wir hier runter und kommen dann hier zu dem internes HF-Modul. Da habe ich jetzt schon Multi angewählt. Wenn ihr jetzt ein neues Modell anlegt, steht es standardmäßig auf Off. Da dreht ihr einmal nach links. Dann habt ihr quasi Multimodul und dann könnt ihr hier das Protokoll auswählen. Das sind alle Protokolle, die das 4-in-1-Modul kann. Da haben wir schon Hot gefunden und da haben wir einmal die Möglichkeit hier Sync und auf No Sync zu gehen. Das schließt sich so in der Beschreibung, dass es einmal No Sync für Empfänger ist, die noch eine alte Firmware haben und die neueste haben, kann man Sync nehmen. Also ich habe jetzt immer den Sync genommen und habe damit auch keine Probleme gehabt. Dann können wir hier die Kanäle einstellen. Habe ich so gelassen, 1 bis 16. Warum auch ändern? Bei Empfängernummer gibt man dem Empfänger einfach eine Nummer. Man kann auch, sage ich mal, zwei Modelle mit demselben Empfänger fliegen. Dann muss man da quasi dieselbe Nummer eingeben. Dann braucht man den in dem neuen Modellspeicher nicht mehr binden, weil dann merkt er sich die Nummer und dann hat er dadurch gebunden. Ich vergebe einfach immer jedem Empfänger eine neue Nummer und das tun wir jetzt hier auch. Ich nehme jetzt einfach mal die 50, weil die habe ich noch nicht benutzt. Das natürlich müsst ihr euch immer aufschreiben, welche Nummer ihr für welchen Empfänger genommen habt. So, haben wir jetzt gemacht. Jetzt können wir einmal hier auf Bind gehen und dann nehmen wir hier unseren Empfänger und werden dann erstmal jetzt in den Bind-Modus gehen hier. Jetzt fängt er an zu piepen hier. Jetzt drücken wir einfach die Set-Taste. Zack. Und dann seht ihr auch hier, ist der Empfänger gebunden. Hier sehen wir die Ausschläge. Funktioniert also Kanal 1. Das heißt, das Binden hat funktioniert. Hier hinten können wir jetzt den Range-Test machen. Da wird die Empfängerleistung runtergefahren und dann kann man gucken, ob noch alles funktioniert. Also diesen normalen Range-Test, den ihr auch vom Graupner-Sender kennt. Jetzt haben wir hier unten noch diesen Fine-Tuning-Tab. Das ist dem geschuldet, dass, ich sag mal, in der Graupner-Funke ist dieses Sendermodul eingebaut worden und dann wird das für jede Funke individuell kalibriert. Und hier ist das ja so, das ist die Software, die wird auf das interne Modul gespielt und da sind die Chips drauf verbaut und die haben alle eine Toleranz. Also muss man einmal jetzt für Graupner in diesem Fall gucken, wie man da jetzt die Feintuning einstellt, plus minus. Und dann hat man den Wert einmal und den muss man für alle Graupner-Empfänger dann halt immer einstellen. Man kann ihn auch in der Software von diesem Multimodul einprogrammieren fest, wenn man für sich kompiliert, aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Also hier geht man einfach hin, legt dem Empfänger jetzt einfach mal ein bisschen beiseite und dann dreht man hier einfach an dem Rädchen. Telemetrie verloren. Telemetrie wiederhergestellt. Und geht mal hier auf minus 10. Telemetrie wiederhergestellt. Und jetzt kann man hier hinten immer sehen, ob er die Telemetrie wieder, also ob der Telemetrie verloren. Funk
Signal kritisch. Telemetrie wiederhergestellt. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir schon nur noch 93, 97. 2 hours later. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo gleich nichts Telemetrie mehr geht. Telemetrie verloren. Funksignal kritisch. Telemetrie wiederhergestellt. So, bei 34 minus geht, Telemetrie verloren. Geht nichts mehr. Den Wert notieren wir uns jetzt einmal. Und jetzt gehen wir genau in die andere Telemetrie Richtung, verloren. In die positive Richtung. Funksignal kritisch. Telemetrie wiederhergestellt. 2 hours later. Telemetrie wiederhergestellt. Telemetrie verloren. So, jetzt haben wir bei 97 haben wir jetzt quasi auch kein Signal mehr. Das schreiben wir uns auch auf. Ja, jetzt haben wir die beiden Werte aufgenommen. Jetzt müssen wir einfach rechnen. Den negativen Wert, also 34 minus, müssen wir dann plus den positiven Wert, also die 97, rechnen. Und den Wert müssen wir dann durch 2 rechnen. Ist 31,5. Das heißt, wir müssen in unserem Fall, können wir uns jetzt aussuchen, ob wir auf 31 stellen oder wir stellen das auf Funksignal kritisch. 32. Telemetrie wiederhergestellt. Ich stelle es einfach auf 31. So. Und den Wert würde ich jetzt noch ein paar Entfernungen mit dem Empfänger noch mal weiter weg, weiter ran und so auch noch mal machen. Und den Wert, der dann da im Mittel rauskommt, den würde ich hier eintragen und den würde ich dann bei allen Empfängern auch so machen. Man kann es nochmal beim anderen Empfänger ausprobieren, habe ich auch gemacht, kommt aber immer auf denselben Wert ungefähr raus. Habe euch die Seite verlinkt, wo die Anleitung ist. Ja, als nächstes können wir jetzt hier unten, wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, den Failsafe einstellen. Steht standardmäßig auf Keinster Failsafe, dann meckert die Funke auch beim Einschalten immer, dass nichts ausgewählt ist. Einstellen müsst ihr das Ganze über die Auswahl Kanäle, nicht über Halteposition und auch nicht kein Signal, sondern über Kanäle. Und dann könnt ihr hier reingehen und hier könnt ihr jetzt die einzelnen Kanäle konfigurieren. Ich habe jetzt hier den Servokanal 1 auf 100, der steht jetzt genau auf minus 100, wie ihr an dem Ausschlag sehen könnt. Den dunklen Ausschlag habe ich jetzt eingestellt. Da kann ich jetzt einfach sagen, er soll auf 80 gehen oder auf 100. Ich habe jetzt 100 drin. Wenn ich Position 2 zum Beispiel halten möchte, dann kann ich hier einmal fest länger drauf drücken, dann geht er auf Hold, nichts machen oder halt die Prozente eingeben. So, wenn ich das dann für jeden Kanal eingestellt habe, dann gehe ich einmal hier unten auf Channel gleich Failsafe und da drücke ich einmal drauf. Jetzt soll man 10 Sekunden warten, steht in der Anleitung, bis der Empfänger das übernommen hat. Und dann kann man hier die Zurücktaste betätigen. Und jetzt, ganz wichtig, muss man hier unten einmal wechseln auf Empfänger. Und dann ist das Ganze fertig. Wir gucken mal eben. So hat die Funk jetzt das Signal hier. Und so ist Failsafe Position. Das heißt, wenn ich jetzt den Sender hier ausschalte, dann geht er hier in die Failsafe Position. Funksignal kritisch. So, jetzt hat er wieder seine alte Position eingenommen. Jetzt können wir das Ganze nochmal testen mit Hold. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Kanäle, Set, gehen hier auf Hold und sagen einmal speichern, warten wieder unsere 10 Sekunden. A few moments later. Und dann gehen wir wieder zurück und setzen das hier auf Empfänger. Und dann sind wir fertig. So, jetzt nehmen wir einfach hier irgendeine Position. Ich sag mal so gerade hier. Und dann schalten wir den Sender auch nochmal aus. Und wie ihr seht, hat er jetzt hier die Position behalten. So stellen wir den Failsafe ein. So, jetzt können wir mal hier in den Telemetrie-Tab gehen. Das ist der letzte.
Da können wir jetzt hier mal auf Start-Sensorsuche gehen. Und dann haben wir hier die 6 Telemetriesensoren, die unser Empfänger bereitstellt. Dann gehen wir wieder auf dann gehen wir hier auf Stopp. So, und jetzt können wir hier sehen, unsere Empfangsstärke in dB, unsere Empfängerspannung und Temperatur, der Rückkanal und auch nochmal die Quality. Da sind wir, glaube ich, die Quality, T-Quality und R-Quality. Ja, ich werde jetzt an dem Empfänger hier auf Kanal Nummer 5 nochmal einen Telemetriesensor anschließen. Damit wir das machen können, müssen wir dem Empfänger natürlich sagen, dass da ein Sensor angeschlossen ist und nicht Kanal Nummer 5 ausgegeben werden soll. Und wie wir das machen mit dieser Funke, das zeige ich euch jetzt. Dazu gehen wir einfach hier zurück, dass wir wieder im normalen Menü sind. Dann können wir hier einmal auf die System-Taste drücken. So, und jetzt sind wir hier schon bei den Tools angelangt. Da können wir jetzt einmal hier auf Geraubnerhub klicken. Telemetrie verloren. Jetzt ist natürlich die Telemetrie ausgeschaltet, weil das ist ja so, wenn man in den Textmodus geht, ist die normale Telemetrie abgeschaltet. Jetzt befinden wir uns im Textmodus von diesem Empfänger. Und wir können hier ganz normal durchscrollen, wie es in jedem Empfänger auch so ist. Also man kann jetzt hier mit der Page-Taste durch den Empfänger scrollen. Und jetzt sehen wir hier unten, können wir jetzt hier vorne den Pfeil runterscrollen, markieren und dann können wir hier sagen Sensor. Stand schon auf Sensor, aber ich wollte das ja nur mal eben zeigen. Und so kann man auch die ganzen anderen Funktionen einstellen. Jetzt klicke ich zurück, dann wird die normale Telemetrie wiederhergestellt und alles ist in Ordnung. So, jetzt nehme ich mal meinen Sensor hier zur Hand. Ich habe hier einfach so einen Spannungssensor, ganz effen, original von Graupner. Den schließe ich da jetzt an. Jetzt muss ich aber einmal den Empfänger neu starten. Telemetrie verloren. So, Empfänger aus, Empfänger wieder an. Telemetrie wiederhergestellt. Ja, gehen wir nochmal hier ins Telemetrie-Menü. Dann sehen wir hier unsere Sensoren vom Empfänger selber. Und jetzt gucken wir mal, ob der neue Sensor gefunden worden ist. Da gehen wir auf Start Sensorsuche. Und wie wir gesehen, zeigt er uns jetzt von dem Telemetriesensor. Jetzt ziehe ich mal eben einen Akku an. Die Telemetriewerte an. Das ist, glaube ich, ein EAM-Sensor. Und dann haben wir natürlich alle Sensoren, die einen EAM-Sensor hat. Aber hier wird ja nur die Gesamtspannung angezeigt und der Rest wird eigentlich nicht benutzt. Und die Zellenspannung, 4,1 Volt. Ja. Und jetzt können wir wieder auf Stopp gehen und dann hat sich das erledigt. So, und jetzt können wir quasi wieder die Einstellung auf dem Sensor vornehmen. Dazu gehen wir wieder zurück hier. Gehen wieder in dieses Sys-Menü und dann können wir hier wieder auf unser Graupner Hot gehen. Telemetrie verloren. So, Telemetrie wieder abgeschaltet, wie immer. Jetzt sind wir hier im RX-Menü, steht ja auch oben drüber. Und jetzt können wir hier mit der Modelltaste, können wir jetzt auf das GAM wechseln. Das ist kein EAM, sondern ein GAM. Und dann können wir jetzt hier mit den Page-Tasten uns vorklicken und dann kommen wir hier in das Voltage-Menü und da können wir jetzt die kalibrieren oder wir können die Alarme einstellen und die Zeit, so wie wir das auch in der Graupner-Funke machen können. Ja, und wenn wir hier wieder drücken, kommen wir wieder in den X-Modus und dann sind wir wieder nur im Empfänger. Ja, so jetzt, wenn wir jetzt mehrere Sensoren haben, kann man hier drüber tappen, dann zeigt er hier GPS oder Hot Vario oder was auch immer oder ESC, was wir für einen Sensor halt gerade angeschlossen haben. Telemetrie wiederhergestellt. Ja, und diese Telemetrie-Dinger, die kann man sich hier überall einblenden, so wie die ganz normalen Dinger in OpenTX. Ja, das war jetzt eigentlich schon alles,
was man über die Graupner Geschichte in Verbindung mit der Radio Master wissen musste. Ja, in diesem Video konnte ich euch zeigen, wie ihr euren Empfänger von Graupner mit eurer Radio Master ATX16 verbindet. Ihr habt volle 16 Kanäle zur Verfügung. Ihr habt Telemetrie zur Verfügung. Ihr könnt Einstellungen vornehmen im Telemetrie-Menü. Also alles das, was ihr auch mit eurer Graupner-Funke machen könnt. Und wie gesagt, ihr habt 16 Kanäle. Was will man mehr? Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen netten Kommentar da lassen oder ein Abo, falls ihr noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr hier auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao!